Sehr verehrte Anwesende, liebe Mitbrückenbesetzerinnen und Besetzer, das hier ist der heißeste Tag des Jahres und man wird sich daran gewöhnen müssen, dass es mehr solche Tage geben wird in Zukunft. Das ist auch einer der Gründe dafür, weshalb wir hier sind. Hier, das ist das bundesweite Netzwerk Lebenslaute, klassische Musik, politische Aktion. Wir, das sind unsere Bündnispartnerinnen vor Ort, die Bürgerinneninitiative gegen den Ausbau der A100 und die Initiative Sand im Getriebe. Wir von Lebenslaute, das sind Menschen, die machen widerständige Musik an unmöglichen Orten. So heute auch hier, und zwar im mehrfachen Sinn des Wortes. Unser Ziel war es, seit Monaten auf der A100 ein Aktionskonzert der Art, wie wir es jetzt hier erleben, zu spielen. Vor wenigen Tagen wurde uns das abgelehnt von der Versammlungsbehörde und stattdessen vorgeschlagen, dass wir doch auf der A103, also hier drunter, ein Konzert spielen wollten. Wir wollten das an sich nicht, aber haben uns schließlich und endlich in einem Rahmen eines Kooperationsgesprächs mit der Versammlungsbehörde darauf eingelassen. Das Ergebnis davon sehen wir jetzt und hier. Ohne eine Rechtsgrundlage wird das Versammlungsrecht, das Recht auf freie Versammlung, mit Füßen getreten. Ein Anruf im Büro der Berliner Innensenatorin ergab, dass sie diesen Vorgang nicht zu kommentieren wünsche. Ein Anruf bei einem Abgeordneten des Verkehrsausschusses ergab, er sei unzuständig. Liebe Leute, widerständige Musik an unmöglichen Orten zu machen, führt dazu, dass man möglicherweise wirklich nicht ganz an den Ort kommt, an den man eigentlich kommen will. Und so geht es uns leider heute. Aber wir machen daraus einen Vorgang, ein Erlebnis und mehr als das, eine politische Erfahrung. Und diese politische Erfahrung ist die Behauptung des Berliner Senats, gegen den Ausbau der A100 zu sein, ist eine Lüge und Heuchelei. In Wahrheit wäre es leicht möglich gewesen, uns das Konzert, das wir eigentlich beantragt haben, zu ermöglichen und damit die angebliche Opposition des Berliner Senats gegen die Pläne der Ampelkoalition und des FDP-Bundesverkehrsministeriums durchzusetzen oder stark zu machen. Genau das ist nicht passiert. Diejenigen, die danach gefragt werden, uns gegen Polizeiwillkür dafür zu unterstützen, erklären sich für unzuständig oder sagen, das sei nicht ihre Angelegenheit. Dann müssen wir diese Angelegenheit eben selbst in die Hände nehmen und das tun wir. Und wir tun es an einem denkwürdigen Tag. An einem Tag, der damit begann, dass Munition wahrscheinlich aus dem Zweiten Weltkrieg durch Selbstentzündung, so ist zu vermuten, in dieser wahnsinnigen Hitze explodierte und den Grunewald in Brand setzte. Liebe Leute, wie kann man die Gefahr des Krieges und die Gefahr der Klimakatastrophe enger zusammenbringen als im Bild dieser Vorgänge? Und wie notwendig ist es, dagegen jetzt und hier Position zu beziehen? Es war nicht leicht, heute hierher zu kommen, aber wir sind da. Aber wir sind da und wir machen jetzt weiter Musik. Vielen Dank, dass ihr da seid. Und ein schönes Konzert wünschen wir uns allen. Thank you.
können wir einmal in die Mikrofone sprechen, damit wir kurz die Technik checken. Einmal bitte das rechte Mikrofon. Einmal bitte das nicht zu funktionieren, das rechte Mikrofon. Das linke schon. Ich probiere es nochmal. Okay, yes, ganz einfach. Dankeschön. Funktioniert das jetzt? Funktionieren die Mikrofone jetzt? Ja.